Wir haben gemeinsam bereits heute Vormittag hier im Bundestag dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gedacht. Dieser Jahrestag ist eine Chance, uns mit den verschiedensten Facetten einer der größten kriegerischen Katastrophen in Europa und der Welt zu beschäftigen. Als Generation, die diesen Krieg nicht selbst erlebt hat und die keine Gelegenheit mehr hat, sich mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auszutauschen, müssen wir uns der Erinnerung anders stellen, als es unsere Eltern und Großeltern taten. Wir Grünen begrüßen daher ausdrücklich die verschiedenen Initiativen zum Gedenken an diesen Krieg und an die vielen Millionen Opfer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Verantwortung für unsere Vergangenheit. Diese Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, die Menschen in ihrem friedlichen Streben nach Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen. Und es bedeutet auch, Repressionen entgegenzutreten und sich für den Schutz von Menschenrechten einzusetzen. Die Lehren aus der Vergangenheit geben uns aber auch den ganz klaren kulturpolitischen Auftrag mit auf den Weg, und den nehmen wir sehr ernst. Die Verantwortung Deutschlands für das Verbrechen der beiden Weltkriege und der DDR als Unrechtsstaat muss ihren Niederschlag in einer vielfältigen Erinnerungskultur finden. Wenn diese Verantwortung keine Worthülsen sein soll, dürfen sie unsere Initiativen nicht nur in Feierlichkeiten zu Gedenktagen niederschlagen. Die Fraktion Die Linke hat den vorgelegten Antrag zum 100. Jahrestag zum Ersten Weltkrieg zum Anlass genommen, um an Karl Liebknecht und seine Ablehnung der Kriegskredite zu erinnern. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich verstehe Ihre Motivation, aber mir greift diese Initiative zu kurz. Wir wissen, dass bei späteren Abstimmungen zu den Kriegskrediten auch 30 weitere Abgeordnete den Saal verließen. Auch diese hätten eine Würdigung verdient. Für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Vergangenheit genügt es für mich nicht, Gedenktafeln für eine einzelne Persönlichkeit zu fordern. Jenseits aller Gedenkveranstaltungen brauchen wir eine eigenständige, starke, lebendige Erinnerungskultur, denn wie sonst sollten wir ein kollektives Gedächtnis jenseits der Zeitzeugengeneration noch wach halten. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch ein Aspekt, der mir wichtig ist. Auch heute finden wir Formen der Kriegsverherrlichung, des Rechtsextremismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft, und zwar weit bis in ihre Mitte. Eine lebendige und vielfältige Erinnerungskultur ist daher eine entscheidende Voraussetzung dafür, diesen Tendenzen offensiv entgegenzutreten. Dem Bereich der politischen Bildungsarbeit kommt dabei eine entscheidende Aufgabe zu. Gerade hier müssen wir neue und innovative Formen der Erinnerungskultur systematisch verankern. Die Aufarbeitung unserer Vergangenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist in vielerlei Hinsicht ein offenes Kapitel. Beispielsweise die deutsche Kolonialgeschichte, ihre Verbrechen und Kontinuität verdienen mehr Aufmerksamkeit in der Forschung und der Erinnerung, als es bislang der Fall ist. Oder zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Leben oder Werk verfolgter Künstlerinnen und Künstler, auch sie muss gestärkt werden. Aber nicht nur vergangene Verbrechen sind zentral. Wir müssen unseren Blick auch richten auf überlebende Opfer, beispielsweise des NS-Terrors, die bislang nur wenig Anerkennung erfahren haben. Das gilt zum Beispiel für die überlebenden Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion. Erinnerungen und Aufarbeitung dürfen aber nicht nur eine staatliche Angelegenheit sein. Es ist gerade ein Verdienst der Zivilgesellschaft, den kritischen Umgang mit der Geschichte einzufordern und Versäumnisse aufzuholen. Wenn sich unsere Aufarbeitung nicht auf offizielle Gedenkfeiern und das Anbringen von Gedenktafeln beschränken soll, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir einmal mehr die Initiative aus der Mitte der Gesellschaft fördern. Die Lehren aus unserer Geschichte dürfen wir nie vergessen. Sie helfen uns, unsere Demokratie und Menschenrechte täglich mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu verteidigen. Vielen Dank. Für die Sozialdemokraten spricht jetzt die Kollegin Hildrud Lotze.